grüß dich, Merv, hier bei sonnigen 30 Grad in Italien, Südtirol. Wie geht's dir? Wie läuft das Trainingslager bisher? Mir geht's gut, alles entspannt bislang. Das Trainingslager läuft jetzt auch ordentlich. Beine sind noch da, da kann man sich nicht beschweren. Warum ist es aus deiner Sicht wichtig für uns jetzt als Team hier ins Trainingslager zu fahren für diese 8 Tage? Ja gut, sind jetzt, glaube ich, relativ neu oder eine relativ junge Mannschaft, die frisch zusammengestellt worden ist. Da helfen natürlich solche Tage, um sich kennenzulernen. Dadurch, dass wir jetzt, glaube ich, keine Ahnung, 17 bis 20 Neue in der Mannschaft haben, hilft natürlich so eine Zeit, jedes Essen hilft, dass man die Leute dann auch kennenlernt und ist halt anders als im normalen Trainingsbetrieb, wo man halt dann, ja keine Ahnung, die 2-3 Stunden zusammen ist und dann geht halt jeder seine Wege. So hängt man halt aufeinander, hat die Fahrradfahrten zum Training, hat die ganzen Essen, Frühstück, Mittag und Abendessen und auch die gemeinsame Zeit. Und da hilft auch einfach die Zeit, um sich besser kennenzulernen. Du bist ja mit 28 Jahren im Grunde genommen schon der Opa der Truppe, wenn man so möchte. Was ist so deine Aufgabe bisher in den ersten Wochen? Hast du das Gefühl, dass du so ein bisschen Erfahrung an Jüngere weitergeben sollst? Boah, ich glaube nicht. Also durch das Alter, sage ich jetzt mal, ja, ist jetzt, glaube ich, auch für mich die Zeit vorbei, dass ich da jetzt eben Unfug mache, sage ich jetzt mal. Muss da jetzt schon ein bisschen seriöser auftreten, als ich es in den letzten Jahren machen musste oder durfte. Da konnte ich schon mal auch Flachs in der Kabine machen. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich fühle mich jetzt nicht so alt, aber natürlich, wenn man dann hört, okay, der eine ist 16, 17 und der eine ist 24 und man hat dann selber noch 4 Jahre Abstand dazu, dann fragt man schon, wo die Zeit hingegangen ist, ne? Wir haben ja nicht nur eine komplett neue Mannschaft, wir haben ja auch ein neues Trainerteam. Ihr habt jetzt schon ein paar Tage auf dem Platz verbracht. Was macht aus deiner Sicht unser Trainerteam aus? Ja, gut, dass sie jetzt eine klare Idee haben, wie sie spielen wollen oder wie wir spielen wollen. Ja, wir arbeiten eigentlich täglich jetzt an unserem Spiel. Man findet auch, wenn man sich das erste Spiel und das zweite Spiel anguckt, sieht man, glaube ich, auch sehr viele Fortschritte, die wir in der kurzen Zeit gemacht haben. Gibt natürlich jetzt auch ein paar Sachen, die wir verbessern müssen, aber dafür haben wir jetzt noch, glaube ich, 3 oder 4 Wochen Vorbereitung. Ja, macht Spaß mit denen, sind ja jetzt auch noch, ja, jetzt jünger nicht, aber ich glaube, die sprechen unsere Sprache, deswegen ist da ganz entspannt mit Mitch und dem Trainerteam aktuell. Du hast selber zuletzt ein Jahr in Heidenheim kein Pflichtspiel gemacht. Was ist jetzt für dich persönlich besonders wichtig in dieser Vorbereitung, aber vielleicht auch hier im Trainingslager? Ja, für mich ist jetzt auch einfach mal wichtig, dass ich ja Spielpraxis wieder bekomme. Da hilft jedes Testspiel, jedes Training auch einfach, um auch einfach jetzt wieder Spaß am Spiel zu entwickeln, da in meine Abläufe zu kommen. Er hat vor allem auch rund um den 16er, ich glaube, ich habe relativ gut gearbeitet, bin da körperlich in der Top-Verfassung. Für mich geht es da wirklich nur darum, Spielpraxis zu sammeln, Spaß zu haben und in meine Abläufe zu kommen. Und alles andere, ja, kommt dann auch mit der Zeit. Ich glaube, ich habe da jetzt halt nicht so viel verloren. Da geht es jetzt wirklich nur um Selbstvertrauen und das arbeitet man sich in den nächsten Wochen. Dass du durchaus dritte Liga kannst, hast du ja in deiner Karriere schon ein paar Mal bewiesen. 143 Drittligaspiele, 51 Torbeteiligungen. Du bist quasi der Drittliga-Experte in unserem Kader. Was erwartet uns jetzt im nächsten Jahr? Ich glaube, eine ausgeglichene Liga, ne, wo natürlich, so blöd es sich anhört, jeder jeden schlagen kann. Du hast halt 7, 8 Mannschaften, die alle ein bisschen in die Richtung schielen, dass sie halt aufsteigen wollen oder da, ja, Wörtchen mitreden wollen. Du wirst Schweinespiele haben, glaube ich, im Winter, wo man halt dann, wo es halt wirklich nur darum geht, irgendwie zu gewinnen. Hast viele Traditionsteams, die sich natürlich nicht in der Liga sehen. Hast Neulinge, die jetzt länger drin bleiben wollen, an sich eine sehr interessante Liga, eine sehr ausgeglichene Liga. Und ich glaube, ja, da kann man Spaß haben. Das hoffen wir doch alle zusammen, dass wir da auch ein bisschen Spaß haben. Du hast schon viele Wettbewerbe gespielt, viele Ligen, aber noch nie gegen Arminia Bielefeld. Wie war deine Erwartung an Arminia vorher und was hat sich jetzt vielleicht schon bestätigt in den ersten Wochen? Erwartungen, so eigentlich
keine. Ich hatte jetzt halt auch jetzt ein paar Kollegen, die hier schon gespielt haben, wie Konstantin Kerschbaumer, Stefan Salger, jetzt auch Keanu Staude, mit dem ich bei 60 zusammen gespielt habe, Olli Hüsing, mit denen man halt dann, ja, als man wusste, okay, es könnte passieren, dass man hier wechselt, mit denen man natürlich gesprochen hat, sich Meinung eingeholt hat, natürlich auch über die Stadt, wie der Verein so tickt, ob das passen könnte oder sollte. Da war ich alles positiv. Am Ende ging es dann auch relativ schnell, sage ich. Ich wollte eigentlich auch nicht mehr aus der Heimat weg, um ehrlich zu sein, aber Mitch und Herr Mutzel haben da einen guten Eindruck hinterlassen, haben da, sage ich jetzt mal, gute Arbeit geleistet, dass ich da nochmal wegkomme von der Heimat, und bin gespannt auf die Zeit. Ich freue mich sehr drauf und will natürlich meinen Teil dazu beitragen, dass wir möglichst erfolgreich sind. Was sind so Argumente, die dann Mitch und Michael auf den Tisch legen können, die einen von einem Wechsel überzeugen, obwohl man eigentlich zum Beispiel gar nicht aus seiner Heimat weg möchte? Ja gut, Herr Mutzel hat eigentlich auch einfach einen seriösen Eindruck gemacht, ne? Also war angenehm, mit dem Herrn Mutzel zu sprechen. Bei Mitch war es einfach, also ich kannte die Spiele von Ferl natürlich, wusste, dass sie aktiven Fußball gespielt haben. Er meinte halt dann auch, dass ich da gut reinpassen könnte, dass er mich da auch in dem System sieht. Und auch was man dann gehört hat von ehemaligen Teamkollegen meinerseits, die mit dem Trainer schon ein bisschen zusammengearbeitet haben, meinten halt auch, dass es Spaß machen kann. Natürlich anstrengend ist, was nicht immer so cool ist, aber es gehört ja auch dazu. Auch einfach gesagt, wie er sich das vorstellt, was wir mit Ball machen wollen, wie wir gegen den Ball spielen wollen, dass wir auch einfach aktiv sein wollen. Und ich glaube, das macht natürlich jedem Spieler Spaß, wenn er aktiv auch einfach Fußball spielen kann und nicht in jedes Spiel da reingeht und sagt, ja, ich muss jetzt 90 Minuten ackern und hinterherlaufen und hoffen, dass wir irgendwie vorne ein Standardtor machen, damit wir irgendwas holen, sondern dass wir aktiv was kreieren wollen. Und das macht natürlich jedem Spaß, und vor allem für mich war das auch einfach dann der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, okay, ich würde das gerne machen, ich wäre gerne Teil davon. Ja, jetzt schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Du hast in deiner Karriere schon viele verschiedene Positionen gespielt. Jetzt hast du gerade das System selber angesprochen. Wo fühlst du dich selber am wohlsten? Wo sieht Mitch dich vielleicht auch in der kommenden Saison bei uns? Am wohlsten ist, die Frage ist jetzt nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube, offensiv natürlich, aber wie gesagt, bei mir geht es da wirklich nur um Nuancen. Ob ich jetzt halt auf dem Flügel spiele oder jetzt direkt aus dem Zentrum, ist eigentlich jetzt nicht der große Unterschied. Für mich persönlich, aus den Gesprächen mit Mitch, habe ich schnell rausgefiltert, dass er mich halt aktuell eher im Zentrum sieht und dass ich da jetzt halt auch mit meinen Läufen da viel bewirken kann. Und das ein oder andere Tor erhofft er sich natürlich auch. Wie gesagt, da bin ich aktuell noch ein bisschen hinterher, weil die ersten zwei Wochen im Training waren jetzt nicht so cool, was die Abschlüsse angeht, aber ich hoffe, dass ich da in den nächsten paar Wochen da ein paar Fortschritte machen kann und dass ich da einfach wieder in meine Abläufe reinkomme. Und ich glaube aktuell auf der 8, aber ich kann auch auf den Flügel spielen. Ja, du hast die Tore schon angesprochen, dafür sind wir auch im Trainingslager, dass man da wieder reinkommt. Hast du dir persönlich was vorgenommen, was du für deine Zeit in Bielefeld erreichen möchtest? Ja, natürlich, das macht, glaube ich, jeder Spieler, aber ich werde das jetzt nicht raushauen, weil ich glaube, das kommt wie ein Boomerang zurück. Natürlich hat man da eigene Ziele, aber Vorstellungen, in welche Richtung es gehen soll und wie man da hinkommen möchte. Aber wie gesagt, das behalte ich für mich und dann schauen wir mal weiter. Alles klar, das soll dir gestattet sein. Jetzt haben wir so viel über Fußball gesprochen. Was machst du denn eigentlich, wenn der Ball mal ruht? Was machst du zum Beispiel hier im Trainingslager, aber dann natürlich auch zu Hause in Bielefeld? Ich bin eigentlich relativ langweilig, um ehrlich zu sein. Aktuell wird natürlich viel telefoniert mit den Leuten da, mit der Freundin und auch mit anderen Freunden wird da telefoniert, FaceTime, solche Sachen. Ja, lesen tue ich aktuell viel. Jetzt nicht nur im Trainingslager, aber vor allem jetzt im Trainingslager liest man da viel. Ansonsten, wenn ich jetzt daheim bin in Bielefeld, glaube ich, geht man gerne spazieren oder auch im Café. Ist also wirklich die 0815 Sachen, die jeder andere auch macht. Bloß jetzt mit dem Zocken, da bin ich mittlerweile wirklich zu alt. Da bin ich seit ein paar Jahren raus. Ich versuche da auch einfach entspannt die Zeit zu genießen.
Dann vielleicht zum Abschluss gibt es noch eine Leseempfehlung von dir an alle die, die jetzt gerade zuschauen. Ich finde die John Strelecki-Reihe eigentlich mit Kaffee am Rande der Welt. Ich glaube, so war der Text nochmal. Der hat so viele Bücher geschrieben, da bin ich mittlerweile raus. Also John Strelecki kann ich hier wirklich jedem empfehlen. Sehr gute Buchreihe, die mir sehr geholfen hat. Nehmen wir gerne so mit. Herzlichen Dank, Merv, für deine Zeit und weiterhin viel Spaß und Erfolg hier bei uns im Trainingslager. Dankeschön.